Willkommen Leute, hier zurück zu Fallout 4. Ich hab's aufgegeben. Ich habe keine Ahnung, wo dieses scheiß Funksignal herkommt. Und ich würde jetzt sagen, wir hauen mal wieder so ab. Hier quer über die Fluten. Da hinten sind noch ein paar Mylurks. Ah ne, sind die Toten. Denn ich würde sagen, wir gehen mal auf der gegenüberliegenden Seite. Ich nehme an, right away. Noch ein bisschen weiter wieder nach Norden. Da ging ja noch so eine Flussspitze hoch. Die schauen wir uns mal noch an. Und dann sind wir ja auch in der Nähe des Parson States und des Parson Molkerei. Das heißt, der Bereich hier, da war glaube ich hier noch ein Ding, was man erkunden konnte. Irgendwo hatte ich doch den kranken Hund getötet. Ja, hier den Fluss hoch ist jetzt auch nichts wirklich. War jetzt auch ein Gegner und das war's. Okay, dann sind wir fast oben im Norden nämlich angelangt. Dann kommt da wahrscheinlich eh nichts mehr. Außer dem Schild, dass ich nicht weitergehen darf. Ja, das ist wahrscheinlich genauso. Dann gehen wir in die Richtung. Schön wäre es ja, wenn wir Sonnenschein hätten und Tag, dann würde ich am meisten sehen. Was haben wir hier für ein Versteck? Todeskralle. Wo ist die? Zwing mich nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Miss Todeskralle, ich hab ihr Versteck. Wo sind sie? Sie mag mich nicht, hab ich das Gefühl. Das ist aber sehr schade. Macht mich traurig. Oh, was haben wir da? Fast übersehen. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber. Hey, was gibt's? Können wir eigentlich mit dem auch nochmal quatschen? Nimm das hier. Du wirst es brauchen. Hm, leider nicht. Ich glaube, mittlerweile haben wir auch wieder genügend Munition, dass ich die Shotgun auspacken könnte. Ui, was haben wir denn da? Ich spüre, dass uns jemand beobachtet. Ich
Na komm schon. Mal wieder einen alten Tank gefunden. Ich weiß nicht, was die mit dem anfangen wollten, weil die fahren wahrscheinlich eh nimmer. So, dann wollte ich in die Richtung, ne? Ja, ich glaube, da gibt es nichts mehr. Da hinten ist die Fabrik. Das hatten wir ja schon mal besucht. Dann wollen wir mal das da begutachten. Das war der Tower, genau. Was haben wir denn da? Verbrennen sie schön die Reifen. Linwood. Da haben es ein paar wohl mal versucht, ein bisschen mit Siedlungen bauen und überleben, aber wie das hier aussieht, haben sie das nicht lange gemacht. Nett. Midland Überlebensführer. Zugriff auf neue Dekorationselemente in der Werkstattsiedlung. War ja eigentlich klar, wer die Leute hier umgebracht hat. So, und dann haben wir hier noch den Turm mit Sprengfalle, wie es aussieht. Gleich mal entschärft. Und ein defekter Sirenturm. Ha! Wow, okay. Ein Todeskrallen-Matriarchin, da hat sie sich versteckt. Näher ran, ich muss näher ran. Ich komme. Das ist mein Kill. Hey, das war mein Kill, ja? Sag ich doch. Mein Kill. Und die Nee, das war ein Todeskralle. Wo ist die Matriarchin hin? Sag mir nicht, die haben die Matriarchin gekillt. Das wollte ich tun. Metallrüstung, reduzierter Gulschaden. Ich sehe zumindest jetzt hier keine weitere Todeskralle. Vielleicht hätte ich das Ding doch ausmachen sollen. Sonst heult das jetzt die ganze Zeit hier rum. Tatsächlich, sie haben sie gekillt, ihr auch ihr Saftsäcke. Die wollte ich töten. Wir teilen das alles, nicht wahr? So, der Turm kann von mir aus jetzt so lange dudeln, wie er will. Ich bin hier oben im Grunde fertig. Dann gehen wir jetzt, lasst mich überlegen. Ich bringe mal das Zeug weg, weil ich kann mich eh nicht mehr bewegen. Und dann geht's von der Molkerei weiter. Dann gehen wir hier oben über die Straße mal ein bisschen bis da hinten hin. Da werden wir bestimmt einiges noch finden. Ja, das ist eine Idee. Und dann gehen wir hier runter zur Hexenhütte. So, beziehungsweise in dem Museum der Hexerei. Okay, und an der Parsons Molkerei angekommen. Wir sind mal wieder ein paar Raider da. Deines Lebens. Ich bin bereit. Ich werde gerade erst warm.
Das war nicht mal die Kugel wert. So. Den nehme ich mir jetzt nur mal die Munition mit. Bin ich wahrscheinlich zu schnell wieder voll. Obwohl, komm, scheiß drauf. Kronkorken soll ich mitnehmen. Okay, und wir wollten jetzt nicht Richtung Westen. Falsche Richtung. Die Richtung. Das Ding da oben sollten wir vielleicht auch mal besuchen. Oder die Waldfee. Hast du was hingezimmert? Da unten haben wir aber auch noch was. Gehen wir erstmal dahin. Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Gern geschehen. Ja, mal wieder ein Gunner vorposten. Ja klar, irgendwie. Die verfolgen mich auch noch in der Nacht. Gunner hier, Gunner da. Sind neben den Raidern echt eine Gefahr. Wie schön. Schluss mit Lustig! Na komm. So wird das bei uns hier erledigt. Keine Ahnung, wo die hin sind. Aus der Spot auch noch platt gekriegt. Ganz easy. Jetzt haben sie mal wieder einen Posten verloren. Der war aber jetzt auch echt schwach bewacht. Nein. Hier soll es recht sein. Okay. Da sehen wir schon mal wieder eine Fabrik. Da hinten ist schon eine kleine Siedlungsstadt. Was haben wir noch? Sind ein paar Hütten. Scheint nichts wirklich mehr in der Nähe zu sein, ne? Da ist aber doch noch was auf der Karte. Guck mal da.
Da gehen wir mal hin zu der Zeremonie. Hiermit übergeben wir unseren Freund Blake der Erde. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Möge er an Gottes Seite Frieden finden. Amen. Möchte jemand noch etwas sagen, bevor wir weitergehen? Blake war ein feiner Kerl und ein noch besserer Freund. Er wurde zu früh von uns genommen. Aber wir werden ihn nicht vergessen. Blake, ich hoffe, du weißt, was ich für dich empfunden habe. Auch wenn ich es dir nie sagen konnte. Nun bist du fort und es ist wohl zu spät. Aber ich liebe dich. Marcus, hast du noch was zu sagen? Das ist doch scheiße. Jeden Tag sterben Leute. Ich verstehe nicht, warum. Verstehe nicht. Gott, warum er? Warum nicht ich? Ich bin der Arsch in der Gruppe. Ich hätte es verdient, nicht er. Nicht Blake. Tut mir leid, Leute. Ich vermisse ihn nur so. Wir vermissen ihn alle, Marcus. Er war der Beste von uns allen. Danke, Leute. Es geht schon wieder. Wirklich? Okay, das war's. Mehr können wir nicht machen. Wir müssen jetzt doch weiter. Entschuldigung? Ja? Hi. Ja? Was? Hallo. Was? Ich dürfte an der Zeremonie beiwohnen, das war's dann jetzt aber auch schon wieder. Ah, die Häuser sind dieses seltsame Symbol auf meiner Karte. Und dann hätten wir da links noch das Ding. Gucken wir mal, was hier noch auf der Straße ist. Da hinten haben wir ja komplett auch noch was im Wasser. Hier kann man ja runter, genau. Sollten wir da hinten zu dem Schild auch mal noch hingehen. Da sind ein paar nette Hunde. Wir teilen das alles, nicht wahr? Oh, wen haben wir denn da sitzen? Ich hab solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Was für ein Wasser brauchst du denn? Gereinigtes Wasser wäre natürlich wunderbar. Aber ich nehme, was auch immer du hast. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber ich hab nichts. Wenn du etwas findest, vergiss mich nicht. Verdammt, jetzt habe ich einmal nichts dabei. Ah, kacke, kacke, kacke. Vakuumröhren drinne. Gott, Säure zieht echt noch einiges ab hier. Komm, ich brauche Wasser. Und jede Menge Gude. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie was bei denen. Vergisst es. Vergesst es. Ich weiß, dass ihr noch lebt. Zumindest zum Teil. Du da hinten tanzt den Murloc. Drauf. Hier!
irgendeine schicke kleine Pistole gefunden. So, was haben wir denn da gefunden? Verbesserte Trefferchance im Watz. Ja, klasse. Das benutze ich ja so gut wie gar nicht. Haben wir mittlerweile Wasser gefunden? Immer noch nichts. Kacke. Sind wir aber hier an so einer Firma angekommen. Da gibt es doch bestimmt irgendwo Wasser. Der Makra Fischverpackung. Die schon ganz schön massakriert wurde, wie ich sehe. Das nicht von uns. Da sind wir die Gule drüber gelaufen, das könnte sein. Ja, also langsam frage ich mich wirklich, was hat die Dinger da platt gemacht? Muss ja schon ein bisschen was Größeres gewesen sein. Ist ja jeder tot hier. Schauen wir uns die gesamte Anlage erstmal von außen an. Schlüssel für irgendwas gerade gefunden? Dafür wahrscheinlich eher nicht. Ha, für das hier. Aber jetzt mal ehrlich, der ist hier Robotergestell, jawohl. Der ist fasziniert. Was hat die Leute denn hier alle platt gemacht? Der ist ja richtig rausgeflogen aus dem Fenster. Und es war versperrt, also. Warte. Könnte ich mir höchstens eine Explosion vorstellen. Na gut, schauen wir uns drin um. Das wird vielleicht die Frage klären.